Aufgrund mehrerer rechtsextremistischer Vorfälle in der Bundeswehr wirbt die neue Wehrbeauftragte Eva Högl für eine Debatte über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich halte es für einen Riesenfehler, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Wir müssen diese Entscheidung sehr kritisch analysieren. Es tut der Bundeswehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leistet. Das erschwert es auch, dass sich Rechtsextremismus in der Truppe breit macht. Die SPD-Politikerin kündigte an, im nächsten Jahr intensiv darüber zu diskutieren. Laut Högl reichen die Probleme in der Bundeswehr von rechtsextremen Äußerungen bis hin zu rechtsextremen Verbindungen und Aktivitäten. Zuletzt waren immer wieder Fälle von Rechtsextremismusverdacht bei aktiven und ehemaligen Soldaten aufgetaucht, darunter bei der Eliteeinheit KSK. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte als Konsequenz angekündigt, die Eliteeinheit umzustrukturieren und eine Kompanie aufzulösen. Das ist abgeleitet aus einem ungesunden Eliteverständnis einzelner Führungskräfte. Bereiche im KSK entstanden sind, in denen sich, wir nennen das, eine Toxic Leadership entwickelt hat, die extremistische Tendenzen und einen absolut nicht hinnehmbaren, laxen Umgang mit Material und Munition entwickelt hat und begünstigt hat. Über die Wehrpflicht wurde seit ihrem Aussetzen 2011 immer wieder diskutiert. Sowohl Kanzlerin Merkel als auch Kramp-Karrenbauer haben sich bisher dagegen ausgesprochen, unter anderem mit dem Argument, dass die Anforderungen an die Soldaten heute andere seien.